Instagram hat eine neue App namens Threads und Twitter wurde geschlossen bzw. umfunktioniert in eine neue App namens X. Es liegen also wilde Zeiten hinter uns. Der Juli war ein ereignisreicher Monat und darauf wollen wir aus medienpädagogischer Perspektive heute blicken in unserer neuen Kurzvideoreihe Sinn Info Snack. Mein Name ist Björn Friedrich, ich arbeite als Medienpädagoge hier im Studio im Netz. Und ich bin großer Social-Media-Fan und war auch großer Twitter-Fan und intensiver Twitter-User 15 Jahre lang. Ich habe noch nachgeguckt, vor fast 15 Jahren habe ich mich dort angemeldet. Nun ist Twitter quasi tot. Elon Musk hat das Portal ja vor einem Dreivierteljahr ungefähr aufgekauft und hat seitdem schon einiges verändert, hat den Dienst deutlich umgewandelt, umgemodelt und hat jetzt einen finalen Strich quasi gezogen. Er hat Twitter umbenannt in X und er will X weiterentwickeln zu einer sogenannten Everything-App, also eine App für alle Belange, für sämtliche digitalen Dienstleistungen. Unter anderem soll es auch ein digitaler Finanzdienstleister werden, ähnlich wie PayPal, an dem Elon Musk ja auch beteiligt war ursprünglich. Er hat also große Pläne. Ob diese Pläne aufgehen, wird sich zeigen. Viele alte Userinnen und User sind jedenfalls verärgert und ein Stück weit auch abgeschreckt und deshalb momentan nicht mehr so sehr aktiv. Und wir werden einfach abwarten müssen, wohin diese Entwicklungen führen. Aber fürs Erste kann man sagen, der Vogel ist abgeschossen, der Twitter-Vogel ist abmontiert am Hauptquartier, am Hauptbüro und Twitter ist Geschichte. Momentan gibt es eben diese App namens X. Ja, und auch im Juli hat Meta reagiert oder agiert und hat einen neuen Dienst gestartet, nämlich Instagram Threads, was eigentlich exakt eine Kopie von Twitter, von dem alten Twitter im ursprünglichen Stile darstellt. Meta hat ja schon öfter mal Dienste oder Funktionen kopiert von Snapchat. Die Story-Funktion beispielsweise wurde übernommen zu Facebook, Instagram und zu WhatsApp, wo es Status heißt statt Story, aber genauso aussieht. TikTok wurde quasi auch kopiert mit Instagram Reels und nun hat man eben noch Twitter kopiert und hat da Instagram Threads draus gemacht. Das ist vielleicht auch ratsam, weil andere Innovationen aus dem Meta-Konzern laufen weniger erfolgreich. Mark Zuckerberg hatte ja viel Energie und auch viel Geld investiert in das sogenannte Metaverse und das läuft bislang wenig erfolgreich und deshalb geht man jetzt wieder auf Nummer sicher und kopiert einfach einen bereits etablierten Dienst. Auch da wird man sehen müssen, wie erfolgreich das Ganze verläuft. In der EU ist übrigens Threads noch nicht verfügbar, sondern es soll erst in den nächsten Monaten hier noch verfügbar werden. Aber ansonsten gibt es dort natürlich schon viele aktive User, weil einfach alle Instagram-User-Konten auch automatisch für Threads quasi verfügbar sind. Ja, was bedeutet das Ganze aus medienpädagogischer Perspektive oder was können wir in der Medienkompetenzvermittlung und in der Medienbildung mit dieser Situation anstellen? Ich glaube, es zeigt zunächst mal dieses Dilemma, was ja nicht neu ist, dass einfach der Plattformkapitalismus Risiken birgt und dass wir als UserInnen diesen großen Portalen und diesen großen Konzernen ausgeliefert sind. Und was immer die an Entscheidungen treffen, hat dann eben große Auswirkungen auf unser Online-Nutzungsverhalten. Und wenn reiche, mächtige Männer wie Elon Musk sich einfach einkaufen in so einen Dienst, dann können die diesen Dienst nach Belieben verändern. Und wenn jemand wie Mark Zuckerberg seine Visionen umsetzen will mit dem Meta-Konzern, dann setzt er die eben einfach um und wir als Userinnen und User haben höchstens die Möglichkeit, diesen Dienst nicht mehr aktiv zu nutzen, aber können da sonst nicht viel Einfluss drauf nehmen, sondern müssen uns mit dem arrangieren, was uns präsentiert wird. Eine Chance liegt in dezentralen Plattformen. Das Fediverse ist momentan eine spannende Entwicklung, finde ich. Dort sind einige Open-Source-Dienste verfügbar, die in der Funktionalität ähnlich aufgebaut sind wie die kommerziellen Angebote. Zum Beispiel ist Mastodon dort momentan relativ erfolgreich, hat bei weitem nicht so viele UserInnen wie die großen Portale, aber man steht wohl momentan, Stand Juli 23, bei rund 10 Millionen User-Accounts weltweit. Mastodon ist eben auch ein Kurznachrichtendienst, erinnert schon stark an Twitter auch, aber funktioniert unkommerziell und dezentral. Also es gibt nicht den einen großen Anbieter, sondern verschiedene Server. Mit allen Vor- und Nachteilen, die dieses Modell mit sich bringt, aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man im Blick haben muss und in jedem Fall muss man gerade Kinder und Jugendliche auch sensibilisieren für den Umgang mit diesen kommerziellen Angeboten und für die Macht dieser Großkonzerne. Ich glaube, die Bereiche Medienkritik und Medienkunde als Bestandteil der Medienkompetenz im Sinne von Dieter Barke
sind da einfach wichtig zu vermitteln und an dem Punkt müssen wir ansetzen. In diesem Sinne einen schönen Sommer und viel Spaß weiterhin im Internet.